Tradition, die schon lange währt. Auch dieses Jahr fand der Spandauer Sportlerball beim SC Siemensstadt statt und ist beliebter denn je. Erstmals wurde im Rahmen des Sportlerballs der Tango Argentino Ball mit dem Orchester Cuarteto Rotterdam ausgerichtet, auf dem ausschließlich Tango Argentino getanzt wurde. Zwei Bälle in einem quasi. Neben den zahlreichen Gästen waren auch Vertreter der Spandauer Prominentschaft vor Ort. So war zum Beispiel der Spandauer Bezirksbürgermeister Helmut Klebank anwesend, sowie die Spandauer Abgeordneten Buchner, Bertram und Buchholz. Der Spandauer Sportlerball ist etwas für alles. Für alle, die Sport haben wollen und Spaß haben wollen an so einem Abend. Kaum ist das Eröffnungswort gesprochen, kaum der erste Musikklang erklungen, sind alle auf der Tanzfläche. So ist das seit Jahren auch heute wieder gewesen. Musik an diesem Abend steuerte das Tanzorchester Christoph Sanft bei, das mit einem abwechslungsreichen Programm für Stimmung bei Jung und Alt sorgte. Selbstverständlich wurde den Gästen auch ein umfangreiches Showprogramm geboten. Drei Acts, unter anderem unsere kleinen Stepper, sind seit einem Dreivierteljahr da und haben sich wie irre gefreut, heute Abend mal vortanzen zu dürfen. Zudem konnten die Gäste die hauseigene Standardformation sowie eine atemberaubende Akrobatikvorstellung von Munezi bestaunen, der auch als Trainer beim SC Siemensstadt aktiv ist. Für den Sportclub Siemensstadt ist es eine ganz besondere Veranstaltung, denn der Verein verfügt über eine außerordentliche Tanzabteilung, auf die sie auch sehr stolz sind. Aber das Tanzen geht auch weit über die eigentlichen Kurse hinaus. In der klassischen Tanzabteilung derzeit rund 500 Mitglieder, aber wir haben Tanz auch in verschiedenen anderen Sportarten mit drin. Musik, Bewegung, Freude, all das gibt's bei uns. Wieder einmal war der Spandauer Sportlerball ein Erfolg auf ganzer Linie. Ein wunderschönes Ambiente, tolle Stimmung und viel Freude. Spandauer Tradition, die hoffentlich noch viele Jahre anhält.